Moin moin Freunde, hier ist Sascha und ich begrüße euch zum ersten exklusiven Valorant Video auf meinem Kanal. Ja, in nächster Zeit wird es viel Valorant hier auf diesem Kanal geben, also wenn ihr Bock habt, lasst gerne ein Abo da. Wir wollen uns heute mal das Tutorial anschauen, denn ich hatte die Möglichkeit am letzten Wochenende oder am vorletzten Wochenende Valorant zu spielen mit zahlreichen anderen Streamern, YouTubern und das Ganze aufzunehmen, darf diese Videos jetzt veröffentlichen und ich dachte, wir fangen einfach mal mit dem Tutorial an, weil das ist so der erste Einstieg, der uns im Grunde genommen alle Basics von Valorant näher bringt. Und ja, wir sind mittendrin, wir werden hier so ein bisschen durchs Tutorial durchgeführt und ich würde sagen, wir folgen einfach mal den Anweisungen, die uns hier gegeben werden. Erstmal Basic Movement wird gelernt. Use them to get past the highlighted obstacles. Then pick up the pistol on the ground. Ja, was man sagen muss, das ist übrigens hier wirklich schön. Also ich finde so diese Umgebung, auch wenn die Texturen jetzt nicht die schönsten sind, ist noch eine Alpha, muss man sagen, aber allgemein so dieses ganze Setting und der Vibe, der hier rüberkommt, gefällt mir. Ansonsten Knife in der Hand, kann man übrigens auch eine andere, man kann nicht nur so zustechen, sondern auch so. So, aber wir folgen erstmal, springen hier erstmal rüber. Crouchen hier durch. Fire your gun by left-clicking the mouse. On this gun, you can also right-click to fire a 3-round burst. Shoot the flying target to move on. Ja, sehr interessant, wie wir hier hören. Also wir sollen auch erstmal auf die Drohne hier schießen. Wir können sowohl mit der linken Maustaste wie auch mit der rechten Maustaste feuern. In Project A, accuracy is everything. But the more you move, the less accurate you are. So remember to stop before you fire. Try this on the bots, then pick up the rifle on the ground. Ja, super spannend. Also das, was wir jetzt hier gerade... Sekunde, ich mach mal eben ein bisschen, Den Ton will ich mal eben kurz anpassen. Das hier ein bisschen runterstellen. Das fand ich jetzt sehr spannend, denn dass man sowohl mit links wie auch mit rechtsklick schießen kann. Das heißt, man kann so ein bisschen zwischen seinen Tasten hin und her gehen und das natürlich auch ein bisschen schneller dann wahrscheinlich schießen. Ansonsten wird uns ja gesagt, stillstehen erhöht deine Genauigkeit. Also je genauer du bist, umso besser. Also im besten Fall bleibst du stehen. Und Headshot ist einfach alles. So wie sich das gehört. So, hier ist ein Gewehr. So, schieß auf die fliegende Tordrohne, um zum nächsten Gebiet zu gelangen. Okay, time to engage multiple enemies. Try right-clicking to aim down sights and zoom in. Try positioning yourself, so you're only being attacked by one bot at a time. Okay, hier sehen wir jetzt Aim Down Sight, wird uns jetzt gezeigt. Also im Grunde genommen, mit der Waffe hier können wir nicht nur so schießen, sondern wir können natürlich auch übers, also quasi scopen. Wenn ich die rechte Maustaste gedrückt halte, sei hier gesagt, gehe ich fest in den Scope-Modus. Ich weiß, es ist quasi ein Toggle. Das heißt, wenn ich drauf drücke, bleibe ich auch hier drin. Ich muss die Taste quasi wieder drücken, um loszulassen. Ich weiß nicht, ob es Hold Down gibt, ob es da Optionen oder sowas gibt. Das werden wir uns später mal angucken. Aber wir folgen erstmal dem Tutorial hier. Da steht auch einer. Okay. So, weiter geht's. Übrigens echt schick hier. Aber da hinten geht's wahrscheinlich auch noch später weiter, sehe ich gerade. Okay, wir folgen erstmal dem Weg. Enemies can hear your footsteps when you run. So hold your shift key to silently sneak up on them. Try this out on the bot down the hall without letting it hear you. Okay, also mit Shift kann ich schleichen. Oh, man hört's auch. Also wenn ich so. Ich weiß nicht, ob man das hier, weil ich mache ein bisschen lauter. Hier hört man sehr deutlich die Steps und wenn ich jetzt Shift drücke. Hört man keine Steps. Spannend. Warte mal, kann ich hier mein Messer ausrüsten? Ich würde den gerne knifen. Wenn wir uns schon jemand ran sneaken sollen, dann knifen wir den auch, ne? In an actual game, you choose from a variety of guns and abilities before each round starts. Try different guns on these targets. So, jetzt kriegen wir zum ersten Mal das Beimenü. Hier sehen wir tatsächlich das komplette Beimenü. Was ich hier sehr schön. Also a good time to adjust your settings if you want to change your aim sensitivity or keybinds using the escape key. Okay, was ich hier sehr, sehr schön finde, ist die Tatsache, dass, also wie gesagt, dadurch, du kriegst ja Geld, du kaufst Waffen, das haben wir schon gehört in vorherigen Videos. Was ich hier sehr schön finde, ist, dass wirklich die kompletten Infos hier durchgegeben werden. Also ich sehe genau, wenn ich mir jetzt die Spectre kaufe, was die an Schaden macht. Das finde ich halt richtig nice. Aber wir probieren die mal aus. Da können wir unterschiedliche Waffen testen, wir können auch mal eine Sniper ausprobieren. Oh, es ist so ein bisschen wie eine Heavy Sniper, würde ich fast sagen. Oh ja, die ist halt nice. Also wo die hinschießt, da wächst definitiv kein Gras mehr. Ich merke aber, ich muss ein bisschen meine Sense mal anpassen. Packen wir mal auf 07 und 07 beides. Das fühlt sich schon besser an.
Guter Test für sowas ist natürlich auch immer einfach, sowas hier zu machen und zu gucken, wie schnell man sein Ziel findet. Und man sieht es hier tatsächlich, wenn du aus dem... es ist... Also ihr seht gerade, ich treffe das Ziel nicht. Das heißt, man muss wirklich ein bisschen stehen, scheinbar auch. Das finde ich nice. So, gucken wir uns die großen Waffen an. Hier die Odin. Also das LMG. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir werden uns die ganzen Waffen nochmal im Detail in einem extra Video anschauen. Also keine Sorge. Ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt einfach mal eins der Sturmgewehre. Wir nehmen uns mal das... Die Guardian. Mal gucken, wie sie sich anfühlt. Oh, es ist ein Single Shot. Dann gucken wir uns mal die Bulldog an. Drei Schuss. Okay, drei Schuss. Drei Schuss finde ich schon wieder ganz geil. Ja, die nehmen wir. Gehen also mal weiter. Keine Ladungen mehr. So, gehen mal weiter. So. Accuracy is important. Headshots do more damage than body shots, which do more damage than leg shots. Use this info to do your best in the practice simulator. Okay. Oh, practice simulator jetzt. Okay, mal gucken, wie viel wir erwischen. Ja, wir haben es natürlich gehört. Headshots machen einfach mehr Schaden. Steht sich von selbst. Oh, das war ein bisschen langsam. Oh, fuck. Ich frage mich, wie andere hier abschneiden. Ihr könnt mir gerne, falls ihr später auch mal Zugang zu dem Spiel bekommt, könnt ihr gerne mit mir vergleichen. Wie schlecht ich bin. Oh, hier merkt man. Oh, hinten. Oh, hinten raus hole ich aber nicht mehr viel gerade. Pretty good. You've got the basics now, so it's time for the fun stuff. Character abilities. Run through the teleporter to get to the next training ground. We're gonna practice using your abilities to bend fights in your favor. Okay, das war nicht die beste Leistung, würde ich sagen. 18, also wir haben es in die S-Stufe geschafft. Also tatsächlich alles über 16 ist scheinbar schon gut. Oh, okay, damit kann ich leben, damit kann ich leben. So, gehen wir weiter. So, verlassen die Fähigkeiten. Testhalle, betritt den Teleporter, um mit deinem Training fortzufahren. Okay. Ja, jetzt lernen wir Fähigkeiten, das ist nämlich das nächste. Every character in Project A has different abilities that you can use to gain the advantage and set up a favorable gunfight. Try out Sova's sonar bolt. Fire it at the target on the wall and it will scan the next room so you can see where the enemies are. Oh, okay, spannend. Also wir sehen jetzt hier den Sonarbolt von Sova. Interessant ist schon direkt unten die Sachen, die wir sehen. Also im Grunde genommen, ich kann den Schuss aufladen, aber ich kann scheinbar auch Abpraller machen mit... Ah, guck mal. Seht ihr das gerade? Ich kann nämlich... Ah, ich kann sagen, wie häufig das abprallen soll. Okay, das werden wir uns natürlich in speziellen Heldenguides und sowas nochmal anschauen. Now that you see them, you can take them out one by one. Okay, let's talk about game objectives. Each round, an attacking team has to plant the spike at the defending team's site. Right now, you're the attacker. Grab the spike, take it to the highlighted site and plant it. Ja, das werden wir uns natürlich mal speziell... Warte mal, das können wir auch mal ganz kurz einmal testen, denn ich kann einfach meinen Cooldown abwarten. Wenn ich jetzt nämlich Abpraller anmache... Decke Gebiet auf. Da sieht man es nämlich, der kann bis zu... Oh mein Gott, das ist ja richtig geil. Du kannst also wirklich... Im Grunde genommen kann ich hier stehen, könnte ihn um zwei Ecken schießen, dass der nach da kommt. Okay, I like. So, nehmen wir uns erstmal den Spike, also die Bombe. Ich habe den Spike. Okay, weiter geht's. Top Secret... Was ist hier? Ist das die... Okay, das ist... Wie die Map aufgebaut ist hier. So, okay, dann planten wir mal. Mit Taste 4. Können wir auch abbrechen? Ja, wir können auch abbrechen. Sehr schön. Spike platziert. Decke Gebiet auf. Da hinten hätte ich den wahrscheinlich hinhauen sollen. Oh Gott. Ich kleckere mich hier gerade nicht mit Ruhm. Remember, your abilities can give you a leg up. Shoot your sonar bolt at the wall target to see the next enemy wave. Decke Gebiet Every auf. Agent has an ultimate ability you have to charge. Ah, da sehen wir so. Sova's is an energy beam that goes straight through walls. Keine Ladungen mehr. Use it to destroy those enemies. Okay, sollen wir den ich Energy bin Bolt der Jäger. Abschießen? Oh mein Gott. That covers the training.
Now you can explore the other characters and their abilities through the practice mode. Or dive right into your first game. Oh mein Gott. Again, thank you so much for joining our friends and family, Alpha. We could not be more thrilled that you're here. Okay, enough from me. Good luck and have fun playing. Oh mein Gott, okay, das hat schon mal so viel Bock gemacht. Das hat so viel Bock gemacht, auch wenn ich so wenig darauf jetzt eingestellt bin. Das hat halt richtig, richtig Lust gemacht. Warte, wir müssen mal direkt Push to Talk auf diese Taste legen. Also das hat richtig Spaß gemacht, da bin ich ganz ehrlich mit euch. Push to Talk, Team-Taste, beides auf die mittlere Maustaste, auf die Seitentaste. Das war jetzt richtig, richtig gut. Hui, das hat Spaß gemacht. Okay, wir speichern das mal. Das war das Tutorial. Wir werden uns natürlich weitere Helden-Tutorials und all sowas in nächster Zeit anschauen. Also wenn euch der Kanal gefällt, gerne ein Abo hier lassen. Es wird sehr viel Valorant in nächster Zeit geben, weil ich sehr viel an diesem Wochenende aufgenommen habe. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein.